Also, die 2 Minuten habe ich dann gleich noch mehr. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu meinem Vortrag mit dem Titel Ich weiß, was du letzten Sommer gemappt hast, Datenspuren im OpenStreetMap-Projekt. Ganz kurz zu meiner Person, mein Name ist Pascal Neis und wie einige andere auch hier in dem Raum beschäftige ich mich in meiner Freizeit öfters immer wieder mal ganz gerne mit Daten des OpenStreetMap-Projekts. Bevor ich anfange zu zeigen, wo überall so Spuren zu finden sind, ganz kurz zur Motivation oder zum Ziel des Vortrages. Der Vortrag soll insbesondere neuen Mitgliedern zeigen oder auch unter Umständen Mitgliedern, die sich noch nicht so richtig darüber Gedanken gemacht haben, was alles für Spuren oder was für Informationen man aus dem OpenStreetMap oder aus den Daten des OpenStreetMap-Projektes ableiten kann, die vielleicht nicht so unbedingt positiv sind. Also für Mitwirkende, die schon seit 5 oder seit 10 Jahren bei dem Projekt dabei sind, werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt viele neue Sachen erzählen. Insbesondere aber die Ausrichtung des Vortrages, Leute, die Bedenken haben oder Ängste haben, dass man irgendwelche Informationen sammelt, die nicht gesammelt werden sollten, werde ich jetzt wahrscheinlich sehr viele Sachen davon zeigen. Ich denke mal, das Thema ist so aktuell wie nie. Wenn man gerade guckt, was in den Medien so bezüglich Facebook, Strava oder anderen großen Anbietern so los ist. Fangen wir an. Datenspuren von Mitgliedern im OpenStreetMap-Projekt. Also alles, was ich heute zeige, habe ich oder ist abrufbar über offizielle APIs oder Webseiten vom OpenStreetMap-Projekt, beziehungsweise sind es Datendumps, die alle ganz offiziell heruntergeladen werden können und genutzt werden können. Alle Beispiele, die ich zeige, sind, ich sage jetzt mal rein zufällig ausgewählt und auch von unterschiedlichen Mitgliedern. Und ich hoffe, niemanden hier zu nahe zu treten mit Informationen, die ich zeigen werde. Ganz wichtig: Alles, was ich heute zeige, ist der Ist-Zustand. Es wurde heute schon mehrmals gesagt, es gibt bald eine neue Datenschutzgrundverordnung. Da werden wir im nächsten Vortrag vom Falk auch noch ein bisschen was dazu hören. Also alles, was ich heute zeige, ist der Ist-Zustand. Dass das in einem halben Jahr noch genauso aussieht, man weiß es nicht. Vermutlich nicht. Als Einstiegspunkt eignet sich sicher die Frage, wie sieht es überhaupt mit dem Datenschutz beim OpenStreetMap-Projekt aus? Gibt es irgendwie eine offizielle Angabe dazu? Findet man irgendwas bei der Registrierung? Also dem einen oder anderen ist es wahrscheinlich eher nicht aufgefallen, wenn ihr einen wenn ihr euch registriert beim OpenStreetMap-Projekt, werdet ihr ganz klar, was heißt ganz klar, ihr werdet im Kleingedruckten auf die Datenschutzverordnung vom OpenStreetMap-Projekt hingewiesen. Und wenn ihr dieser Webseite oder diesem Link dann folgt, kommt ihr auf eine Webseite, wo es mehrere Punkte dazu gibt, wo relativ deutlich oder klar niedergeschrieben ist, wie mit den Daten innerhalb des Projektes, wie die gehandhabt werden oder welche Daten überhaupt gesammelt werden. Ich denke mal, die in dem roten Rahmen zu sehenden Punkte sind jetzt so die wichtigsten, wo ich hier im Vortrag darauf eingehen möchte. Von den 4 Punkten neben den GPS-Tracks, die hochgeladen werden oder auch der E-Mail-Adresse, wo ihr euch beim Projekt registriert, ist für uns insbesondere die Map-Data. Wenn man denn auf den Link klickt, was unter Map-Data sich dahinter verbirgt oder in der Datenschutzerklärung vom Projekt sich befindet, heißt das ganz klar, alle Änderungen, die ihr als Mitwirkende beim OpenStreetMap-Projekt durchführt, werden mit einem Zeitstempel und einer Userkennung in der Datenbank gespeichert. Weiterhin steht ganz klar dort, alle Informationen werden für jeden verfügbar gemacht. Über die Webseite oder halt auch über die API bzw. über die Datadumps. Einfaches, schönes Beispiel. Jeder hat es vielleicht, oder jeder, der beim OpenStreetMap-Projekt mitwirkt, hat es vielleicht schon mal aufgerufen. Es gibt für jeden Mitwirkenden, gibt es so ein sogenanntes Profil oder also gibt es ein User-Profil, wo einmal zu sehen sind so einfache Informationen, wie viele Change-Sets oder Edits er überhaupt gemacht hat, wie viele Blog-Einträge er verfasst hat oder auch wie viele GPS-Tracks er hochgeladen hat. Weiterhin sind auch Informationen zu finden, die er selbst eintragen kann über weitere Profile oder wie unter Umständen sein wirklicher Name ist. Nächste offizielle Seite oder Webseite, wo man Informationen über einen Mitwirkenden vom OpenStreetMap-Projekt finden kann, ist quasi so eine History-Seite, wo man alle seine Änderungen sieht.
Das ist alles auf der offiziellen Webseite vom OpenStreetMap-Projekt zu finden. Also links sieht man die letzten Änderungen oder die letzten Changesets, die er erstellt hat, mit Uhrzeit auch schon und mit Informationen, die der Beitragende dazu geschrieben hat, wie zum Beispiel, dass er irgendwo neue Straßen erfasst hat oder Wege verfeinert hat oder was auch immer. Wenn man dann aus der Liste ein Objekt auswählt, bekommt man weitere detaillierte Informationen schon direkt zu sehen, welcher Bereich die Änderung betrifft oder halt auch welcher Editor benutzt wurde, beziehungsweise man bekommt jetzt auch weitere Informationen dort schon zu sehen, welche Edits oder welche Tags benutzt wurden, also ob Straßen erfasst wurden oder Gebäude gemappt wurden. Neben den reinen Kartenänderungen gibt es beim OpenStreetMap-Projekt aber auch Daten, wie zum Beispiel diese Notes, also wo Kartenfehler gemeldet werden können. Wenn diese Kartenfehler behoben werden von Mitgliedern, wird auch dabei die Userkennung gespeichert und auch der Zeitstempel. Neben den Notes gibt es auch noch sogenannte Changeset-Discussions, also wo darüber diskutiert werden kann, ob jemand etwas gut oder schlecht gemacht hat. All diese Informationen werden auch in der Datenbank vom OpenStreetMap-Projekt gespeichert mit einer Userkennung und der Uhrzeit. Die ganzen Daten werden über unterschiedliche Wege, können die abgerufen oder verbreitet werden. Ganz klassisch, es gibt einmal eine Download-Seite, wo das aktuelle Planet-File heruntergeladen werden kann. Es gibt weiterhin Dateien, die nur die letzten Änderungen beinhalten, der letzten Minute, der letzten Stunde. Dort sind auch immer wieder überall Informationen zu finden oder Datenspuren von Mitgliedern zu finden. Weiterhin kann man auch einen kompletten Dump der Datenbank herunterladen oder auch Informationen über die offizielle OpenStreetMap API abrufen, beziehungsweise gibt es auch noch andere Projekte, die auch APIs anbieten, wo man Informationen oder Datenspuren von Mitwirkenden drüber bekommen kann. Neben dem eigentlichen OpenStreetMap-Projekt oder dem Hauptthema von Karten editieren, gibt es aber eigentlich auch noch Unterprojekte, wie die Help-Plattform, wo Nutzer Fragen stellen können und andere diese Fragen beantworten können, beziehungsweise gibt es auch noch das Forum oder auch das Wiki. Auch diese Seiten sammeln quasi Informationen über die Beitragenden, wie viele Fragen sie beantwortet haben oder wie viele Wiki-Seiten sie editiert haben oder auch bei wie vielen Diskussionen sie teilgenommen haben. Das mal so als ganz groben Überblick, was überall für Daten gesammelt werden und welche Plattformen davon vom OpenStreetMap-Projekt betroffen sind. So als ganz kurzer Überriss. Kommen wir jetzt dazu, was man so aus diesen Daten herausholen kann oder wie man die interpretieren könnte. Ganz einfach angefangen, ich habe es eben erwähnt, jeder, der ein Changeset erstellt, tut im besten Fall einen Kommentar dazu erstellen. Wenn jemand sehr viele Changesets erstellt, kann man als einfaches Beispiel zählen, wie viele Wörter besonders oft benutzt werden oder besonders selten oder Informationen darüber generieren auch, welche Editoren benutzt wurden des OpenStreetMap-Projektes, also ob jemand zum Beispiel sehr viel mit Yoshim arbeitet als einen Editor oder sehr viel über browserbasierte Editoren arbeitet wie Potlatch oder ID. Also hier lassen sich einfach schon mal Informationen generieren über Mitglieder. Tun Sie Ihre Changesets, kommentieren, was für eine Software benutzen Sie. Ist jetzt erstmal noch nicht so schlimm, geht. Durch die eigentliche Bearbeitung kann man aber auch Informationen ableiten. Okay, tut derjenige nur Notes erstellen, tut er eigentlich nur Notes hin und her schieben, also modifizieren, oder löscht er sehr, sehr viele Nodes? Weiterhin kann man anhand der Attribute, die benutzt wurden, auch ableiten, ob jemand, ich sag mal, ein gemischtes Profil hat. Also er erfasst nicht nur Adressen, Gebäude, Straßen oder Bäche oder sowas in der Art. Oder ob jemand, wie rechts zu sehen, einfach nur 7000 Gebäude gemappt hat und sonst nichts anderes. Also man kann einmal darüber aussagen, wie qualitativ oder quantitativ der Nutzer auch arbeitet. Auch das sind erstmal, denke ich mal, noch nicht so ganz kritische Sachen. Interessanter wird das Ganze dann, wenn man den Zeitstempel berücksichtigt, der gespeichert wird bei jeder Änderung. Und da kann man dann auf einmal ableiten, wann derjenige denn überhaupt so aktiv ist in dem Projekt. Am oberen Beispiel sieht man, okay, der macht anscheinend von morgens bis abends nichts anderes, als wie zu mappen.
also das obere ist die Uhrzeit, in der Mitte sieht man dann, an welchen Tagen ist denn derjenige überhaupt aktiv. Hier in dem Beispiel sieht man, okay, der ist anscheinend macht das nur in seiner Freizeit und am Wochenende, unter der Woche scheint es irgendwie wichtigere Sachen zu geben. Neben diesen Informationen von der Uhrzeit oder vom Tag kann man natürlich auch, wie es der ein oder andere vielleicht von GitHub kennt, aber auch Informationen darüber ableiten, okay, wie sieht denn das eigentlich für das komplette letzte halbe Jahr aus? Ist es da auch so, dass er nur am Wochenende was macht oder macht er eigentlich jeden Tag was? Ist dann eigentlich schon eher kritisch, diese Informationen zu erhalten. Noch eine Spur wilder wird das Ganze eigentlich, wenn man nicht nur die Art der Änderung oder den Zeitstempel berücksichtigt, sondern die Position der eigentlichen Änderung. Wenn man dann die ganzen Informationen eines Mitgliedes hat, wo er so überall editiert hat, kann man ohne größere Probleme ableiten, okay, wo liegt eigentlich das Hauptaktivitätszentrum des Mitgliedes? Als Beispiel ist es jetzt meine eigene. Man sieht dann wunderbar, okay, der kommt irgendwo aus dem Taunus und vermutlich wohnt er irgendwo da in Walbach oder wie auch immer das heißt. Also man kann einmal ohne Probleme ableiten, wo liegt die Hauptaktivität. Man kann aber auch genauso ableiten, wo seine letzten Aktivitäten so waren. Ich denke mal, was da so weitere Beispiele noch möglich sind, kann sich wahrscheinlich jeder denken. Also man könnte jetzt auch sagen, okay, wenn man weiß, wo die Hauptaktivität ist, in welchen Ländern war er denn sonst noch aktiv, zum Beispiel im Sommer oder im Winter und könnte dann ableiten, wo er seine Urlaube verbringt oder vielleicht eine andere Freundin besucht oder was auch immer. Genau, ein anderes schönes Beispiel ist, ich habe es eben schon erwähnt, man kann das Ganze auch weltweit betrachten. Das ist jetzt auch wieder die Karte von meinem eigenen User-Profil, wo man dann sehen kann, okay, sein Hauptaktivitätsgebiet liegt vermutlich irgendwo in Deutschland, aber irgendwie scheint er auch in Skandinavien mal was gemacht zu haben, in Österreich oder vielleicht auch in Spanien. Das ist jetzt nur, wenn man die Position berücksichtigt, die so hinterlassen werden. Bei den Aktivitäten im OpenStreetMap-Projekt. Eine ganz andere Dimension nimmt das dann nochmal an, wenn man nicht nur die Daten von den reinen Kartenänderungen analysiert eines Mitgliedes, sondern wenn man anfängt, das Ganze noch mit anderen Portalen zu verknüpfen. Erstmal nur innerhalb des OpenStreetMap-Projektes. Also ich habe es vorhin erwähnt, es gibt noch das Wiki von OpenStreetMap, dann gibt es auch noch das Forum und auch die Help-Plattform. Oftmals ist es so, dass Mitglieder mehr oder weniger identische Usernames benutzen. Also kann man ohne weiteres diese Portale auch miteinander verknüpfen und kann noch viel, viel mehr Informationen generieren. Als Beispiel, an welchen Diskussionen nimmt er teil, welche Fragen beantwortet er. Also all diese Informationen könnte man auch für weitere Sachen benutzen. Ganz kritisch wird das eigentlich, das Ganze, wenn man dann anfängt, auch noch externe Sachen zu benutzen, wie als Beispiel GitHub, Twitter oder unter Umständen auch Facebook. Ich denke mal, es kann sich an jeder denken, dass das ganz andere Dimensionen annimmt. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass oftmals halt auch Mitglieder es auswerten, leicht machen und ihren Facebook-Account, Twitter-Account oder was auch immer auf ihrem Profil schreiben und es natürlich dann damit jedem, der Interesse hat, diese Daten zu verknüpfen, noch viel, viel, viel mehr vereinfacht. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen von den Datenspuren im OpenStreetMap-Projekt. Anfangen möchte ich mit den Nachteilen. Also wahrscheinlich wird mir jeder zustimmen, man muss es eigentlich so sagen, der jetzige Datenschutz ist eigentlich eine Katastrophe. Es ist für jeden alles irgendwie abrufbar und auch einsehbar. Und es gibt natürlich so Seiten wie How Did You Contribute to OpenStreetMap? Für die davon noch nichts gehört haben, die Seite wird selbst von mir gehostet. Ich habe da öfters schon Kritik für bekommen. Ich denke mal, manchmal ist die Kritik auch zu Recht, weil ich selbst sagen muss, ich zeige da manchmal Diagramme, die ich auch entfernt habe und dann wieder hinzugenommen habe. Inzwischen vertrete ich aber so ein bisschen die Meinung, ich versuche eigentlich so viel zu zeigen, wie eigentlich nur irgendwie geht. Weil das, was ich mache, das ist kein Hexenwerk. Die Daten sind einfach verfügbar und jeder, der daran Interesse hat, kann genau dasselbe machen wie ich. Ich greife nicht irgendwo zwischendurch Daten ab. Diese Daten sind alle über offizielle Dumps irgendwo verfügbar und können genauso aufbereitet werden, wie ich das mache. Deswegen
Wie es weitergeht, wird man vielleicht nachher sehen, aber momentan ist es erstmal so. Zu den Vorteilen von den Datenspuren, die so hinterlassen werden. Ich denke mal, es ist außer Frage, dass man da wunderbar ableiten kann, Reputation von einem Mitwirkenden. Also man kann anhand der Datenspuren oder anhand der Edits, die jemand macht, wunderbar sagen, okay, das ist sein erster Edit, muss man vielleicht mal ein bisschen genauer gucken, ob er das denn irgendwie geregelt bekommt. Oder ist es vielleicht ein Edit von jemandem, der schon seit 10 Jahren in dem Projekt aktiv ist, dann muss ich eigentlich, was es die Qualitätskontrolle angeht, mir nicht größere Sorgen darum machen. Also der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, die Datenspuren sind eigentlich essentiell für eine Qualitätskontrolle. Möchte man weiterhin diesen offenen Ansatz des OpenStreetMap-Projektes weiter verfolgen, dass quasi, wenn man Änderungen vornimmt, die diese direkt in die Datenbank übergehen und quasi 2 Minuten später in der Karte zu sehen sind, muss man eigentlich versuchen, in irgendeiner Art und Weise, wie wir vielleicht später noch was dazu hören werden, versuchen, diese Informationen weiterhin zu speichern und gerade für die Qualitätskontrolle verfügbar zu machen. Ich habe es ja eben schon gesagt, der Vorteil von diesen Datenspuren sind natürlich auch ganz klar so Seiten wie How did you contribute to OpenStreetMap? Es ist so, ich bekomme immer wieder Mails, also ich sag mal, die Quote ist vielleicht so 20:1. 20 Leute bedanken sich dafür, dass es so eine Webseite gibt, weil sie einfach essentiell dafür ist, um Informationen über einen Beitragenden zu bekommen. Und einer beschwert sich halt mal, dass es irgendwie so gar nicht geht, was da angezeigt wird. Der eine oder andere hat es vielleicht auch gesehen, inzwischen ist das Ganze hinter einem Login versehen, auch auf Ausblick oder Ausrichtung darauf, was uns vielleicht im Mai erwarten wird. Genau. Als nächstes möchte ich so Maßnahmen oder Empfehlungen euch zeigen, die insbesondere für Leute gedacht sind, die irgendwie Bedenken haben oder nicht so richtig oder sich so ein bisschen unsicher sind, was sie vielleicht machen sollten oder was sie nicht machen sollten. Genau, also Empfehlung von mir, ganz klar, wenn im Profil, benutzt auf gar keinen Fall euren richtigen Namen, also keinen Real Name benutzen. Guckt, dass ihr irgendwie ein Pseudonym benutzt. Ich glaube, ihr müsst sogar im Zweifel noch nicht mal ein Username angeben und ihr bekommt einen User mit irgendeiner ID zugegeben. Versucht keine Fotos von euch hochzuladen, irgendwo zu verlinken, keine Telefonnummern, keine Anschriften. Ganz wichtig, keine Links zu anderen Portalen. Was könnt ihr beim Mappen beachten? Ihr solltet sicherlich ab und zu mal hinterfragen, okay, wie viel Uhr haben wir jetzt und bin ich eigentlich auf Arbeit oder ist es jetzt irgendwie gerade am Wochenende? Was man im Forum öfters halt auch liest, wenn jemand richtig große Bedenken hat, legt euch im Zweifel mehrere Accounts an. Und was ich jetzt mal das letzte Mal gelesen habe auf der Mailingliste, mappt einfach überall und man kann nicht ableiten, wo ihr herkommt. Als Ausblick auch vielleicht auf den Vortrag vom Falk nach mir. Im Forum gab es nach der letzten FOSCIS eine sehr, sehr interessante Diskussion in Bezug auf Datenschutz im OpenStreetMap-Projekt. Ich habe jetzt mal so ein paar Punkte aus der Diskussion, die über mehrere Seiten geht, so versucht herauszufischen und hier mal auf die Folie noch zu präsentieren. Also was wir als OpenStreetMap-Community eigentlich versuchen sollten, ist bei der Anmeldung noch viel, viel stärker darauf hinzuweisen, was eigentlich alles für Daten gespeichert werden. Und dass mehr oder weniger auch alle Bearbeitungen öffentlich sind. In dem Forum ist auch unter anderem diskutiert worden, ob man nicht wieder anonyme Änderungen aktivieren sollte, wie sie bis 2007 gegangen sind, also dass man kein Login braucht, sondern anonyme Änderungen machen kann. Oder auch, dass man optional sagen kann, dass Statistiken über Profile erstmal deaktiviert sind und man sie wirklich aktiv erst aktivieren muss. Ich denke aber, diese ist keine praktikable Lösung. Eine andere Variante, was ich bei mir schon gemacht habe, User-Informationen nur anzeigen, wenn der für interne Zwecke und wenn der User eingeloggt ist. Der letzte Punkt wird der Falk uns ein bisschen was zu sagen und das war's. Ja, Dankeschön erstmal. Wir versuchen gerade nochmal das zweite Mikro wieder zum Laufen zu kriegen, damit das mit den Fragen und Antworten auch vernünftig klappt.
Hört man? Hören hört mich. Okay. Ja, wer möchte die erste Frage stellen? Ja. Eigentlich nicht eine Frage, sondern eine Anmerkung. Falls jemand glaubt, dass es nicht möglich ist, nur durch Edits erkannt zu werden, mir ist es gelungen, zwei Leute aus meiner Umgebung zu identifizieren. Einer war zum Beispiel Feuerwehrmann in einem kleinen Kaff, in dem nie editiert wird. Ich wusste, dass er die Webseite für die Feuerwehr betreut, weil er der einzige Webaffine dort ist. Und auf einmal tauchen in diesem Ort alle Hydranten auf. Ach, du bist auch bei OpenStreetMap? Woher weißt du das denn? Ja, also es geht alleine durch die Edits möglicherweise. Oder was zu sagen oder machen wir weiter? Wenn es keine Fragen gibt, wunderbar. Nee, wollte wissen, ob du. Nein, also ich kann genauso das Gegenbeispiel sagen. Also ja, es gibt Fälle, wo rein aus den Edits Personen identifiziert werden können. Ich denke, es gibt aber auch genauso viele andere Beispiele. Wenn jemand das wirklich restriktiv durchzieht und nirgendwo mit seinem Klarnamen auftaucht und auch nirgendwo seinen Namen benutzt, gibt es, denke ich, aber auch genauso oder vielleicht vermutlich sogar noch mehr Fälle von einfach, wo man keine Ahnung hat, wer dahinter steckt. Das Problem ist halt gerade bei so einem Beispiel, wenn jemand Hydranten aufnimmt und das nur in einem Dorf macht, dann wird es kritisch. Ich hätte mal eine Frage, mir ist aufgefallen, wenn man mehrere User haben will, braucht man auch mehrere E-Mail-Adressen. Diese 1:1 Beziehung, ist die nötig oder kann man die aufheben? Das geht jetzt schon ins Technische, aber ich denke, das wird man nicht umgehen können, dass man dann mehrere Mailadressen braucht. Genau, also man kann ja auch Wegwerfadressen benutzen. Ja. Noch eine Anmerkung zur letzten Anmerkung. Das ist ja dann auch schon wieder Datenschutz, wenn man für eine E-Mail, für einen Account oder für jeden Account eine andere E-Mail-Adresse braucht, weil sonst kann man es ja schon wieder über die E-Mail-Adresse verknüpfen, wer da dahinter steht. Also das ist durchaus sinnvoll. Genau, also im Forum ist die Frage auch mal aufgekommen, wie was überhaupt mit den E-Mail-Adressen gemacht wird, die man bei der Registrierung braucht. Die E-Mail-Adressen werden nicht nach außen gegeben. Das ist immer wieder so ein bisschen, dass Leute da Sachen falsch interpretieren oder falsch lesen. E-Mail-Adressen, die man bei der Registrierung benutzt, werden nicht nach außen gegeben. Die sind auch nicht von außen abrufbar. Dasselbe gilt auch, wenn man in seinem Profil seine Home-Location angibt. Mir als Datenauswerter ist es nicht möglich, an diese Informationen dranzukommen. Zumindest nicht massenhaft. Man kann da ein bisschen was hacken, aber ich sag mal, massenhaft geht es nicht, dass ich diese Informationen abrufen kann. Für die Paranoiden und Experimentierfreudigen hätte ich noch einen Vorschlag, dass man mal ausprobieren könnte, so einen Account-Austausch. Man tauscht untereinander die Accounts, dann kann man das die Leute, die analysieren wollen, noch ein bisschen mehr verwirren. Sonst noch irgendwie Fragen, Anmerkungen? Jetzt könnt ihr fragen. Genau, also ganz wichtig, das ist jetzt, wie es momentan einfach aussieht, was der Mai mit dem Datenschutzverordnung bringen wird. Man weiß es nicht, man sollte aber dennoch nicht vergessen, alle Informationen, die bis jetzt vorhanden sind, werden auch weiterhin vorhanden sein. Da oben gibt es noch eine Frage. Genau, also auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte, bevor jetzt Leute in Panik ausbrechen und sagen, sie möchten ihren Account löschen oder was auch immer, diese Fälle hat es auch schon gegeben. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet euren Account löschen, dann kann die OSMF diesen Account auch löschen. Eure Daten sind aber trotzdem schon in der Welt verbreitet. Also jetzt irgendwie einen Rückschluss zu machen und die Handbremse oder die Notbremse zu ziehen und sagen, ich möchte, dass mein Account gelöscht wird. Die Daten sind jetzt alle schon verteilt. Das heißt, man wird das niemals hinbekommen, dass die Daten spurlos in allen Datenbanken der Welt verschwinden werden.
Wie ist denn das mit Street Complete oder solchen Programmen mit den Daten? Wie meinst du das genau? Es gibt ja Street Complete beispielsweise, wo man so Daten eingibt, und da würde ich gerne wissen, wie das dort mit den Daten aussieht. Du meinst mit den Datenspuren, die dort hinterlässt? Kann vielleicht der Falk eher was zu sagen als ich? Also das ist eine App, die OpenStreetMap-Daten benutzt. Das sind ja quasi, die App sammelt dann ja eigene Daten. Da müsste man den Betreiber der App fragen, was er mit diesen gesammelten Daten macht. Also die App überträgt die Daten direkt an OSM. Also das funktioniert wie ein Editor. Aber die gewonnenen Informationen, wann der User die App benutzt und so weiter? Also klar, er wird, per Default werden die Daten sofort an OpenStreetMap übertragen. Das heißt, man kann dann sehr genau die Position erkennen von der Person, die da längst geht und Street Complete benutzt. Kann man sehen, ah ja, der hat da diese Aufgabe gelöst, und 5 Minuten später hat er die Aufgabe dort gelöst. Das heißt, da kann man ein sehr schönes Profil, Bewegungsprofil schon fast anstellen, wenn man möchte. Die App speichert nichts auf irgendwelche dritten Server ab. Das ist alles OpenStreetMap. Genau, also für alle, die da ein bisschen mehr noch an Detailinformationen interessiert sind, ich habe am Anfang ja auf die OSM-Datenschutzerklärung verwiesen. Für jeden, der da ein bisschen Interesse hat, noch ein paar Informationen mehr zu bekommen, empfiehlt sich durchaus mal einen Blick hier reinzunehmen. Ich habe hier unten auch eine URL draufgeschrieben. Ich werde die Folien nachher wieder online stellen. Also jeder, der da irgendwie weitere Informationen gerne hätte, einfach mal auf der Seite vorbeigucken. Da steht auch relativ genau beschrieben, was mit den Logfiles passiert von den OSM-Servern und wie diese verbreitet werden oder auch abgerufen werden können. Ja, dann Dankeschön, Pascal. Danke auch. Und